Aber jeder sagt GroKo. Ich möchte mal das Arschloch wissen, dem das eingefallen ist. Dem müsste man den Literaturnobelpreis verleihen. Rosamunde Pilcher muss man von Anfang bis zu Ende lesen, um rauszukriegen, ob die zwei, die sich am Anfang nicht kriegen, sich am Ende kriegen und wie es dahin kommt. Das ist klar. Oder Günter Grass muss man auch so lesen. Aber große Literatur kann man an jeder Stelle aufmachen, 20 Seiten lesen und hat den Geist dieses Kunstwerks, kann den in sich aufnehmen, kann ihn durchbuchstabieren, kann darüber nachdenken, kann sich die Zähne ausbeißen, kann alles Mögliche damit machen. Und ein paar Tage später, weil man kommt ja nicht, wer hat schon mal 54 Stunden Zeit am Stück, um sowas zu lesen, macht man es woanders auf und hat wieder ein ähnliches Erlebnis, ein bisschen anders, mit anderen Schwerpunkten und so. Aber das ist einfach, das ist ein Zeichen von Literatur. Es ist nicht anders mit James Joyce, es ist nicht anders mit ich kenne niemanden, der Zettels Traum von Arno Schmidt je gelesen hätte. Das kann man ja nicht lesen von A bis Z. Ich meine, da musst du 3 Jahre in die Geschlossene gehen und dann und dir vornehmen, in der Zeit nichts anderes zu tun. Also das ist, jeder Satz lohnt es, gelesen zu werden. Und zwar unabhängig davon, wie die sogenannte Geschichte oder Erzählung oder die dramatische Handlung weitergeht, ausgeht, wer gewinnt, wer sich kriegt gegenseitig. Das ist alles. Literatur, in der es darum geht, wer sich kriegt, ist keine. Wir halten ja das, was in der demnächst in der Elbphilharmonie abgehalten wird, für in irgendeiner Form Kunst. Das ist natürlich alles Kunstgewerbe, das ist alles Quatsch. Ja, ob da jetzt Anane Trepko singt oder Helene Fischer, das ist völlig wurscht. Das hat mit Kunst nichts zu tun. Das ist eine Unterabteilung von Fremdenverkehrsförderung, aber sonst das ist es mit Kunst, mit Geistesleben, wenn es so eines noch gibt, hat es gar nichts. Das wäre jetzt tatsächlich meine Anschlussfrage gewesen. Diese kleinen Nischen, die überhaupt noch möglich sind, dann das Weitermachen zu betreiben, die existieren an Orten, oft unerwarteten Orten, aber sie sind vorhanden. Ich habe letzte Woche, ich war bei einem Arzt und im Wartezimmer, ich werde dort nicht wieder hingehen, lag die Taz. Da habe ich das durchgeblättert. Ich habe die bestimmt seit 10, 15 Jahren nicht mehr in der Hand gehabt. Da habe ich gedacht, aha, Spießer 3.0. An welchem konkreten Text? Komplett, das ging durch. Das war unglaublich, das hört überhaupt nicht. Also es war alles auf einem Niveau, das ich mir also in dieser Tiefe nicht vorstellen konnte. Ich habe immer gedacht, naja, gut, die sind opportunistisch und so, aber es wird irgendwie noch, es fährt noch ab und zu mal ein Geistesblitz zwischen den Zeilen durch. Aber das ist nun wirklich unter Morgenpost. Also da geht gar nichts. Ja, weil die Morgenpost ist auf kurzen Level und direktem Wege. Und unter Morgenpost will was heißen. Kurzem Level. Es gibt, das muss man der Gerechtigkeit halber sagen, immer noch mal auch einen wichtigen Artikel in der Taz. Deswegen gucke ich da fast täglich übers Internet drauf. Ich würde jederzeit konkret schließen, wenn ich dafür erwirken könnte, dass der Spiegel zumachen müsste.
Das heißt, der Nachteil, den die Menschheit an Aufklärung dadurch erlitte, dass konkret verschwende, würde durch den Vorteil von der Verblödung des sogenannten Nachrichtenmagazins verschont zu werden, bei weitem übertroffen. Mhm. Die Leute machen ihr Smartphone an und da steht doch schon alles drin. Da brauche ich doch nicht mehr. Und zwar, sie lesen ja sowieso nur die Überschriften und vielleicht noch die Bildunterschrift und dann irgendwelche Postings, die irgendwelche gefällt mir nicht Idioten hinterlassen haben. Und das befriedigt alles andere von der Welt wissen sie ja sowieso. Mhm. Sie sind ja so erzogen, dass sie wissen, dass sie sowieso alles richtig wissen. Und deswegen brauchen sie das auch gar nicht, diesen Quatsch. Also vielleicht noch wegen, ich glaube, die treuesten Anhänger sind mittlerweile diejenigen, die die Horoskope lesen. Aha. Also insofern müsste dein Vorschlag, die konkret gegen Spiegel einzustellen, ja aber auch ein bisschen variiert werden, weil man will ja schon, dass die Leute lesen und dass sie auch das lesen, was bildet und nicht informiert jetzt im Sinne von Konsum der Nachrichten. Ja, aber ich bin natürlich jetzt auch kein Michael Kohlhaas mehr. Nicht? Warum nicht? Der einfach gepeitscht von seinem Bedürfnis, die Leute vom Recht zu überzeugen. Ich lege es ihnen vor, damit sie nicht sagen können, sie hätten es nicht wissen können. Sie können es lesen, können es auch lassen. Mhm. Aber sie können nicht sagen, man hätte es nicht irgendwo lesen können. Ja. Das ist das, worum konkret erscheint. Und ich, also für mich, sagen wir mal, mit meinen mittlerweile sehr bescheidenen Ansprüchen. Ich möchte gern, dass es in der Welt ist. Mhm. Als Stachel, das gibt es. Ihr hättet es wissen können. In konkret stand 1990, habe ich gerade noch mal gelesen, wie das mit den sozialistischen Staaten Osteuropas gehen wird. Jetzt ist die Frankfurter Rundschau dieser Tage furchtbar überrascht, dass der Lebensstandard in der Tschechoslowakei so tief ist wie noch nie. Also in der Tschechoslowakei gibt es ja nicht mehr, die haben sie ja auch liquidiert. Aber da haben sie jetzt noch die Rest-Tschechei, ja, wie das in ihrer Lieblingszeit hieß. Und dass dort der Lebensstandard so tief sei wie nie. Also wie nicht zu natürlich nicht zu realsozialistischen Zeiten. Mhm. Und da sind sie ganz verwundert. Und das stand 1970 für all diese Länder, Rumänien, Bulgarien und so weiter, in konkret drin. Und da stand auch schon drin, wie das in Polen weitergehen wird. Und das ist, und es gab das. Man kann nicht sagen, ja, aber das konnte doch keiner wissen. Mhm. Natürlich, kein Taz-Redakteur konnte das wissen. Das ist klar. Der weiß nichts. Der weiß nie was. Der kann es nicht wissen. Aber man konnte es schon wissen, wenn man denken konnte. Es gibt keinen Widerstand. Es gibt halt, die Kräfte sind halt minimal. Ja. Sie sind minimal und wer sich da was vormacht, macht sich was vor. Mhm. Es ist nicht, es gibt keine Linke, keine nennenswerte Linke, die irgendetwas dem herrschenden Verhältnissen entgegensetzen könnte, was Wirkungsvolles. Die gibt es nicht. Es gibt keine Verbündeten dafür, es gibt gar nichts. Es ist, dass das alles nicht mehr gibt, was es zu geben schien. Bin ja mir nicht mehr so sicher, dass es das je gegeben hat. Ja. Vieles war auch vielleicht aus Übermut und Missverständnis geboren. Aber immerhin, es schien so. Also die 300.000 auf den Rheinwiesen. Da haben wir als Beispiel, ja, als einer politischen Aktion. Als Demonstration gegen diese Raketenstürze. Gegen den Nachrüstungsbeschluss. Ja.
Das schien jedenfalls, da schien was dran zu sein. Da war natürlich im Ernst an politischer Substanz auch sehr wenig. Also ich meine, wenn Schunkeln zu den Liedern von Herrn Niedeken ist halt doch kein politisches Programm. Ja. Das ist und wenn es das nicht gibt, dann soll man nicht so tun, als gäbe es das. Sondern das Einzige, was wir tun können, also was man immer tun kann und was immer richtig ist, Leuten, denen es schlecht geht, zu helfen. Ja. Fertig. Das, ob ich daraus jetzt politische Konsequenzen erwarte oder nicht, ist erstmal wurscht. Erstmal, wenn jemand friert, ihm eine Decke zu geben und ihm eine Suppe zu kochen und ihm Geld in die Hand zu drücken und so. Das ist nie falsch. Ja. Ja, also wir müssen nicht dafür sorgen, dass es den Leuten schlechter geht, damit sie rebellieren oder sowas. Ja. So ein Scheiß, solche Scheißstrategien auf dem Rücken von irgendwelchen erbarmungswürdigen Menschen, das scheidet aus. Und man kann immer helfen. Ja. Ja, also man kann natürlich wie Heiner Müller, der hatte so Marotten im Kopf, dass als Sozialist keine Almosen gibt, weil damit hinderte die Leute daran, sich zu wehren und so. Ja, alles nette Hirn Masturbations, das muss nicht sein. Aber politisch ist im Moment einfach nichts drin. Ja. Und ob das nur im Moment ist oder überhaupt, es ist halt so, den Leuten hier geht es auch, denen, denen es nicht so gut geht, geht es immer noch hinreichend gut, um sich gegen eine Solidarisierung mit Leuten, denen es noch schlechter geht, zu wehren. Sie verteidigen ihre kleine Dreizimmerwohnung mit Zähnen und Klauen, wie ein Kapitalist seine Dividende verteidigt. Das kannst du auch niemandem klar machen. Ich hab einen Text im Netz, der hatte 100.000 Klicks. 100.000 Klicks, das habe ich sonst nie. Über Gauck. Der hieß Das Ekel vom Bellevue. Ja, das war also dein... Noch im Amt war. Ja. Ja. Das war... Das habe ich auch bei euch vorgelesen. Ja. Das ist ja... Der Text ist ja... der kommt ja über euch ins Netz. Das fruchtet null. Ja. Also, aber Herr, das kannst du doch nicht über Gauck sagen. Ich meine, das ist ja so ein honoriger Mann. Tja. Das ist einfach... Du kannst den Leuten die einfachsten Sachen nicht klar machen. Es ist völlig wurscht, wie du es anstellst. Mhm. Dann kommt Frau, dann setzt sich Frau Willen mit ihrem breiten Arsch hin und sagt, der hochangesehene Altbundespräsident. Und alles ist erledigt. Ja. Ja. Es wird der Beweisführung keine Chance gelassen. Mhm. Du kannst wissen, du kannst es aufschreiben, überzeugen. Keiner hat mir widersprochen. Nicht, also in der Sache, nie, an keiner Stelle hat jemand gesagt, nein, das ist aber falsch, was du da sagst. Das ist nicht so, sondern der hat anders. Nein, alle nehmen hin, dass das so war, wie ich es beschrieben habe, und bleiben dabei, das ist ein ehrenwerter Mann. Ja. Bums. Right. Und dagegen kannst du nichts machen. Nee. Und das Gleiche gilt für Schäuble und Filbinger und was auch immer. Du kommst gegen diese Wand nicht durch. Hm. Das hat gar keinen Sinn. Das macht die sozusagen die Versuchsanordnung Demokratie zu einer Farce. Dass du einfach nicht, das ist egal, das sind 4000 Lungenfachärzte und sagen, nee, also das mit den Abgasen, das tut der Lunge nicht so ganz gut. Ja, dann kommt das. Und dann gibt es 100 Porsche-Fahrer darunter, genau, die sagen, es tut gut.
Und dann kommt der Chefredakteur der Welt und sagt, die einen sagen so, die anderen sagen so. Ja. Öffentlich. Ja. Im Fernsehen, in der Talkshow. Ja. Und anstatt, dass einer aufsteht und ihm eine runterhaut, dass es ihm den Kopf runterdreht oder ihn wenigstens nie wieder einlädt. Mhm. Nein, völlig wurscht. Ja. Der könnte auch sagen, der Schwanz wedelt mit dem Hund. Das ist egal, der ist von der Welt. Ja. Und der Nächste, der da sitzt, jeden Sonntag, wenn Frau Wilder ihr Kasperletheater abmeiert, sitzt wieder irgendeine Schlampe oder irgendein Fuzzi von Herrn Aust und Herrn Poschardt da und erzählt den gleichen Scheiß nochmal. Mhm. Denn dafür werden sie bezahlt, ich meine, das ist ja klar. Das habe ich aber gerade vorgetragen. Also das genau. Ich erreg mich, das ist ganz falsch. Ich habe jetzt Urlaub, verdammt nochmal. Also. Nein, wir leben doch, also um es noch mal ein bisschen grundsätzlicher zu sagen, wir leben doch in einem, und das habe ich vor vielen Jahren, ist mir das klar geworden, natürlich in einem unglaublichen Zwiespalt. Einerseits gäbe es eine bestimmte minimale zivilisatorische Fortschritte ohne uns nicht. Das ist sicher richtig. So zwei, drei Sachen, ich würde mal sagen, ohne die linke Schwulenbewegung wäre der 175 noch lange nicht gefallen. Ohne das, was damals Leute wie Günter Ahmend und so gemacht haben, und Volkmar Sigusch und so, das ohne dies. Also es ist immer natürlich auch ein bisschen was rausgekommen. Aber es ist immer nur so viel rausgekommen, dass die Kehrseite so viel rausgekommen, dass sich die herrschende Gesellschaft damit schmücken kann. Mhm. Also ich glaube, das einzige Mal, wo ein deutscher Politiker, also ein in Berlin irgendwo rumregierender Politiker, konkret anfasst, ist der Moment, wo ein, sag ich mal, ein kritischer Besucher aus vielleicht, na, sagen wir Tel Aviv, sagt aber ihre Presse und so, und dann hebt der das mit spitzen Fingern so ein Konkret hoch und sagt, aber sowas kann bei uns erscheinen. Mhm. Ja? Also das ist, wir sind sozusagen auch noch unfreiwillig Teil der Legitimation des Systems. Und da kommst du auch gar nicht dran vorbei. Mhm. Also du kannst dem nicht entrinnen. Ja. Wenn du ihm entrinnen willst, und das war ja der große Fehlversuch der RAF, dann muss das auch so machen wie die. Oder noch mal gucken, was sonst noch so geht. Ja, gut, aber was geht sonst noch so? Ja, aber das glaube ich, ist die Herausforderung, diese Wege zu finden. Das wäre die Herausforderung. Nach dieser Erzählung, wie man sich in der Bäckerschlange, also in der Schlange, beim Brötchen kaufen fühlt, wenn man nicht weiß, ob der Nigger da vorne einer ist, den man brauchen kann oder nicht, hat sich ja der Fall Lindner doch würdig als einer erwiesen, wo man sagt, naja gut, ich weiß nicht, was ein Nazi ist, aber der Fall Lindner hat sich entschwärzt und durchgebräunt. das ist wirklich nun ganz, das ist so, dieses Zitat, also diese Überlegung, was in diesem Kopf vor sich geht, da sieht er also nun zwei mögliche Leute stehen, einer ist vielleicht, oder einen, und er weiß nicht, ist es der seinen Aktionären oder ihm die Taschen füllt, weil er ein Experte in künstlicher Intelligenz ist, oder ist es ein Mensch ohne Aufenthaltsgenehmigung, den man eigentlich abschaffen müsste? Was in diesem Kopf, in diesem Moment vor sich geht, das ist Deutschland. Ja, genau. Das ist, und da muss man sich überhaupt keine Gedanken mehr über irgendwas anderes machen.